Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr seht mich heute in einem etwas anderen Setting. Chabo ist auch nicht da. Ich habe nämlich heute ein kleines Reaction-Video für euch vorbereitet. Das wollte ich eigentlich ursprünglich tatsächlich nur auf meinem Mitgliederbereich veröffentlichen, aber ich finde das Video tatsächlich zu wichtig und finde, dass das definitiv mehr Aufklärung benötigt. Und dementsprechend mache ich das hier für euch alle öffentlich und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das dann dementsprechend auch weiter verbreitet, weil ich das Thema unglaublich wichtig finde. Auch in meinem letzten YouTube-Video ging es ja um Kathi Hummels. Und die Abgabe des Hundes. Ich habe ein Video, was ich schon auf Social Media öfter gesehen habe und das hatte ich auch in meinem letzten Video eingebaut und ich möchte einfach darüber reden, weil das eben genau perfekt auch zeigt und beschreibt, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Hund beißt und wie wichtig es für jedes Elternteil ist, das zu erkennen und diese Gefahren zu sehen. Und deswegen mache ich jetzt auch dieses Video für alle sichtbar, weil ich das so wichtig finde und einfach hoffe, dass durch dieses Video mehr Verständnis in die Köpfe der Menschen reinkommt, die Leute, die Hunde verstehen und vor allem auch Kind und Hund managen lernen. Das ist total wichtig. Und deswegen würde ich auch sagen, ich rede jetzt gar nicht so krass viel drumrum. Ich baue das trotzdem ein bisschen so auf, wie meine Analysen in meinem Mitgliederbereich nicht ganz so intensiv, aber ich lasse das eben einmal kurz für euch durchlaufen, damit ihr wisst, um welches Video es sich handelt und dann sprechen wir das Ganze einfach mal ein bisschen durch. Dann würde ich sagen, ja, ich habe übel die schwitzigen Hände bekommen, das ist auf jeden Fall keine leichte Kost. Let's go! Okay, das war das ganze Video und als kleine Hintergrundinfo, dieses Video hat ganze 7,5 Millionen Likes. Nur Likes, nicht Aufrufe. Ja, die Kommentare dementsprechend waren auch mehr als nur besorgniserregend, meiner Meinung nach. Ich lese euch hier mal ein bisschen was vor. Hier schreibt einer zum Beispiel, wie vorsichtig er mit dem Kleinen ist. Jemand anders schreibt, wie vorsichtig er mit dem Kind spielt. Dann, wie er am Ende richtig ausrastet. Zu lustig. Der Hund, wie liebevoll und vorsichtig. Einfach schön zum Anschauen. Dann einer meiner absoluten Lieblingskommentare. Kommt tatsächlich von einem anderen Hundehalter. Also das fand ich auch sehr erschreckend. Dieses Video soll hier auch nicht nur Nicht-Hundehalter aufklären, sondern ich finde es eben auch sehr erschreckend, dass das auch Hundehalter als tatsächlich Spiel interpretieren. Hier schreibt nämlich jemand, muss anscheinend demnächst ein Kind zeugen, damit mein Hund auch so glücklich ist. Also ihr seht durch die Bank weg, alleine auch an den Aufrufen und den Kommentaren, dass der Großteil das tatsächlich lustig, süß und als Spiel interpretiert. Es gibt ein paar kritische Kommentare, aber tatsächlich der Großteil ist eben in dieser Hinsicht und deswegen müssen wir da einfach auf jeden Fall drüber reden. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal ein bisschen an. Aus Hunde Sicht und was da eigentlich der Hund tatsächlich sagt. Ich kann euch dazu auch nochmal mein absolutes Must-Have-Video für jeden Hundehalter empfehlen. Das verlinke ich euch hier oben irgendwo. Die Eskalationsstufen des Hundes und wie es überhaupt dazu kommt, dass irgendwann ein Hund langfristig auch beißen könnte. Denn das sieht man hier in diesem Video eigentlich sehr schön. Wir werden auch hier mit ein paar Mythen aufräumen, die hier sehr oft gebracht werden. Klassisches auch das Schwanzwedeln und so weiter. Und auch Thema Spiel, ne? Also weil das ja sehr viele hier auch als Spiel interpretieren. Also wir haben hier ein Kind, ein sehr junges Kind, wie alt wird das sein? 1,5. Jedenfalls noch nicht so alt, was hier vermeintlich spielt. Also das Kind hat hier den Spaß seines Lebens, der Hund aber absolut gar nicht. Also wir sehen das hier, dass es schon anfängt, dass der Hund, man könnte meinen, das soll hier ein Playbow sein, aber wir sehen hier auch einen leicht geöffneten Fang. Also er versucht hier quasi so ein bisschen nach den Beinen des Kindes hier zu schnappen und er legt sich auch hin. Das ist also auch hier kein Playbow, wie man am Anfang hätte denken können und versucht hier das Kind abzuwehren. Also hier sehen wir auch, dass er sofort, sobald das Kind kommt, eben ausweicht und mit seinem kompletten Körper die Körperausrichtung weg vom Kind bewegt. Also dieses typische Ausweichen, was wir hier sehen und springt eben weg. Hier kommt dann auch ein kurzer Blick, so ganz kurz Richtung Besitzer und dann ausweichend. Aber wir sehen hier die komplette Körpersprache. Körperausrichtung ist weg vom Kind gedreht. Also es ist kein aktives auf das Kind zugehen, sondern er versucht hier immer noch auszuweichen. Der macht das auch sehr sozial. Also dieser Hund versucht hier alles und wird halt sehr, sehr missinterpretiert, was ich total schade finde und auch sehr gefährlich. Und das ist eben genau diese gefährliche Situation. Wir sehen auch, dass der Hund die ganze Zeit den Fang offen hat. Also die ganze Zeit geht der Blick zum Kind. Und sobald das Kind, sehen wir hier ganz schön, wieder zum Hund hingeht, wird abgelenkt.
abgewehrt. Also da geht er dann schon wieder aktiver hin und versucht hier das Kind zu korrigieren und zu sagen, hey, bleib mal bitte weg. Also Fang ist immer noch geöffnet. Die Ohren schauen auch nach hinten. So funktioniert nicht. Das Kind kommt immer näher und versucht wieder auszuweichen. Wir sehen hier auch ein bisschen, wenn ihr ganz genau hinguckt, sehen wir auch eine Stressfalte bei diesem Hund. Also diese typische Stressfalte hier, eindeutiges Zeichen für Stress. Eben auch die Ohren sind zurückgezogen. Der Hund ist dauernd am Hecht. So, hier geht es dann weiter. Wir sehen eben auch, die Augen sind immer sehr weit aufgerissen. Also es ist hier auch kein Spielgesicht oder so, wo man da irgendwie davon ausgehen könnte, dass es dem Hund hier Spaß macht. Absolut nicht. Hier sehen wir auch das erste Züngeln und eben auch wieder hier, sobald das Kind den Hund anfasst, wird hier quasi weggeschleckt oder reingegriffen. Das ist so ganz, ganz typisch, dass Hunde, die wollen natürlich auch keine Konflikte, die wollen natürlich jetzt auch nicht sofort irgendwie jemanden schaden, aber das sind genau diese Anzeichen, die dann oft missinterpretiert werden und dann nach, keine Ahnung, ein paar Monaten kommen die Leute an und sagen, ja, das hat er ja noch nie gemacht. Also ich hätte nie gedacht, dass der mein Kind beißt. Ja, der Hund hat hier aber schon sehr, sehr viele Anzeichen gezeigt. Also es ist nicht so, dass sowas dann aus dem Nichts passiert. Und eben auch hier, ne? Hier sehen wir dann auch, die Rute geht mal hoch. Also die ist hier schon sehr oben und zeigt eben auch hier, ey, möchte ich jetzt hier eigentlich nicht. Sobald das Kind wieder hingeht, also hier seht ihr auch nochmal so wunderschön die Ohren, die nach hinten gehen. Kind greift von vorne frontal auf den Hund zu. Absolut super gefährliche Situation, vor allem wenn der Hund schon so viele Zeichen gezeigt hat, dass er das nicht möchte. Und hier wieder auch. Das hier ist keine liebevolle Geste. Das ist eine Korrektur, was der Hund hier macht. Und das ist eine eindeutige Ansage an das Kind. Hey, lass mal lieber bleiben. So, hier geht's dann weiter. Er versucht weiter deeskalierend zu sein, der Hund. Er versucht auszuweichen und ihr seht, das Kind kommt immer nach und das sehen wir hier auch sehr schön in einem Standbild von diesem Blick hier von dem Hund, was der davon hält, nämlich gar nichts. Und hier auch wieder, zack, wieder versucht, das Kind irgendwie abzuwehren. Und was wir hier auch sehr schön sehen, ist eben dieses Schwanzwedeln, was ja sehr häufig gerne missinterpretiert wird mit Freude oder dass es dem Hund Spaß macht. Grundsätzlich, merkt euch bitte eins, verbannt diesen Satz aus eurem Kopf, wenn der Hund mit der Rute wedelt, dann freut er sich. Nein, die Rute und der Rutenausschlag ist quasi ein Barometer von Aufregung. So, und ob das hier, das ist erstmal Aufregung. Und vielleicht viele, die mir auch auf Instagram und so folgen, die kennen diese Aussage auch schon. Aufregung ist in erster Linie Aufregung und keine Freude. Es kann Freude sein, da muss man aber genauer dann hingucken und da müssen mehrere Anzeichen sein. Aber die Rute alleine sagt euch einfach nur, wie aufgeregt oder angespannt der Hund ist. Das heißt, wenn die Rute sehr statisch nach oben ist und auch sich kaum bewegt oder wirklich nur so ein bisschen, dann wäre ein bisschen vorsichtig, ne? Weil dann hat da schon sehr viel Spannung drin, der Hund. Und eben auch hier, das Rutewedeln ist hier keine Freude. Ich habe hier keine einzige Freude von dem Hund jemals gesehen während dem kompletten Video. Er versucht, sich klein zu machen, er versucht zu ducken, er versucht im Endeffekt alles, um diesem Kind zu entkommen und das Kind checkt's nicht. Also wie gesagt, das ist, also dem Kind mache ich hier überhaupt keine Vorwürfe, kann einfach gar nichts dafür, weil woher soll das so ein junges Kind denn überhaupt wissen? Kann ich. Aber wir sehen hier eben eindeutige Zeichen von dem Hund, dass er das absolut nicht möchte. Und hier eben auch, sobald das Kind wieder da ist, sobald es wieder aktiv wird, im Sinne von Anfassen, in die Individualdistanz des Hundes eindringen, sobald versucht der Hund direkt wieder auszuweichen. Hier sofort Kopf abwenden, Körper abwenden, sogar den Raum quasi verlassen, also den Raum. Ich rede jetzt hier nicht von dem quasi Wohnraum, sondern wirklich von dem individuellen Raum. Also jeder hat ja quasi so einen eigenen Bereich, nennt man auch Individualdistanz und versucht wieder die Individualdistanz zu vergrößern bzw. seine Individualdistanz zu schützen. Legt sich hier hin, züngelt, sehen wir ja auch, hechelt hier auch wieder und sobald das Kind kommt, haut der Hund wieder ab. Und hier hört das Video dann auch auf, Kind läuft wieder nach. Das war das ganze Video und jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Ich finde das Video ganz, ganz schlimm, weil es einfach wirklich auch sehr stellvertretend für die Meinung von Menschen ist. Erstens, Rute wedeln ist immer Freude. Dass das hier Spiel wäre, das ist absolut kein Spiel. Das ist super, super gefährlich. Denn was ist denn die langfristige Folge? Die langfristige Folge von sowas ist, dass der Hund irgendwann, je nachdem wie der drauf ist, es muss nicht sein, es kann aber sein und die Wahrscheinlichkeit, vor allem nach diesem Video hier, ist sehr hoch, dass der Hund irgendwann sagt, okay, ausweichen funktioniert nicht, wegdrücken funktioniert nicht, sich klein machen funktioniert nicht. Ja, was bleibt dem Hund irgendwann anderes übrig? Der muss nach vorne gehen. Seiner Sicht, irgendwann, wenn es ihm zu viel wird, wenn er sich nicht anders zu helfen weiß, dann wird dieser Hund irgendwann beißen. Und das ist natürlich mehr als dramatisch, weil es auch im Endeffekt super gefährlich für den Hund ist. Nicht nur am Ende für das Kind auch, weil es ist ein super junges Kind, es ist ein riesengroßer Hund. So ein Biss oder so ein Schnappen kann schon Schäden verursachen. Für den Hund am Ende auch, weil wenn dann sowas vorkommt, dann heißt es, ja, das hat er noch nie gemacht, der Hund muss weg. Sie hat die Hummels, die dann schon ihren dritten Hund abgegeben hat, wo eben auch der Sohn gebissen wurde.
wurde, wo der Sohn auch schon einen Schaden davon trägt, nämlich psychisch. Und der Hund am Ende auch, weil er entweder weg muss oder im schlimmsten Fall sogar euthanasiert wird. Das heißt, so eine Situation sind nicht witzig. Die sind absolut ernst zu nehmen und ich kann nur an jedes Elternteil appellieren, lernt die Hundesprache, vor allem managt solche Situationen. Kind und Hund haben aneinander in dieser Konstellation nichts zu suchen. Es ist total wichtig, dass der Hund seinen eigenen Raum hat, dass das Kind seinen eigenen Raum hat und dass von Anfang an dem Kind der richtige Umgang beigebracht wird und solche Videos nicht als witzig interpretiert werden. Das ist wirklich wichtig, deswegen auch nochmal, helft mir gerne, verbreitet dieses Video, teilt dieses Video, liked dieses Video, interagiert mit diesem Video. Ich habe das jetzt wirklich in der Intention gemacht, in der Hoffnung, dass das sehr viele Eltern vor allem sehen und ja, natürlich auch andere Hundehalter oder auch Nicht-Hundehalter, weil das ist nämlich das Nächste, dass natürlich viele Nicht-Hundehalter sowas sehen. Da mache ich jetzt auch keinen Vorwurf, das ist natürlich keine Pflicht, als Nicht-Hundehalter sich mit dem Hundeverhalten auseinanderzusetzen, aber es hilft natürlich auch, sollte irgendwann mal ein Hund da kommen oder wenn man solche Videos auf Social Media sieht, dass man die dann nicht unkritisch einfach liked und solchen Videos weiter einen Push gibt und solche Videos weiter entstehen, sondern dass man da einfach kritisch ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch mehr solche Analysen interessieren, die dann auch noch genauer gehen, also auch mit Fachbegriffen und so weiter, schaut gerne in meinen Mitgliederbereich vorbei. Ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, würde mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gespannt. Passt auf euch und eure Hunde auf. Ciao, ciao.